Rustin! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf The Hive. Heute spiele ich die Map SK1, beziehungsweise habe ich die Map schon gespielt und das ist ein Commentary mal wieder. Das bedeutet, dass ich das Gameplay einfach nur nachkommentiere und das hat ein paar Gründe. By the way, ich bin gerade erst aufgewacht, deswegen ist meine Stimme noch irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie anders halt. Und auf jeden Fall möchte ich mich erstmal dafür entschuldigen, dass ich schon wieder eine Woche lang nichts hochgeladen habe. Ich habe auch einen Kommentar bekommen, irgendwie so, Captain Erik, du warst mal ein PvP-Vorbild, aber du bist so inaktiv, dass es sich gar nicht mehr lohnt, ein Abonnent zu sein. Und dazu muss ich ganz ehrlich sagen, okay, angenommen, aber das Ding ist, ich hatte einfach Schule, mein Freund. Ich habe meine Schule jetzt fertig gemacht. Ich habe jetzt 3 Wochen frei, dann ist die Abschlussfeier und dann habe ich nochmal 7 Wochen frei, glaube ich. Und ja, also ich habe jetzt halt meine Abschlussarbeiten geschrieben und dann halt die letzten 2 Wochen Schule noch gemacht. Und für die, die es interessiert, ich hatte in jeder Abschlussarbeit eine 2. Also ich hatte halt Mathe, Deutsch und Englisch geschrieben und da habe ich halt jeweils eine 2 bekommen. Und das Zeugnis an sich haben wir jetzt auch schon mehr oder weniger bekommen, also wir haben unsere Noten bekommen. Und das sieht auch eigentlich ganz gut aus. Ich habe einen Schnitt von 2,1, glaube ich. Nee, 2,09. Ja, okay, 2,1. Und das geht eigentlich voll klar. Und deswegen, ja. Also jetzt habe ich aber wieder mehr Zeit für YouTube und so und werde auch versuchen, mehr Videos zu machen. Allerdings, dieses Video hat unglaublich lange gedauert, bis ich es gemacht habe. Ohne Witz, Leute, das stellt ihr euch nicht vor, ne? Also wirklich, ich habe in der letzten Woche schon versucht aufzunehmen, beziehungsweise heute ist Samstag, wenn ich das jetzt aufnehme. Und das Ding ist, ich versuche das Video einfach schon seit Mittwoch aufzunehmen. Also ich weiß nicht, bei mir gibt es eigentlich immer so 3 Survival Games Runden Typen quasi. Also es ist irgendwie immer eine von diesen 3 Arten quasi. Und zwar gibt es einmal die Art, dass ich direkt am Anfang getötet werde, weil ich irgendwie zum Beispiel bei SK7 ist mir das passiert. Da bin ich irgendwie nicht aus dem Spawn rausgekommen und da war dann ein Typ im Steinschwert, der mich einfach gekillt hat. So. Dann gab es nochmal eine Map, ich glaube das war auf MCSG sogar, da wurde ich auf Valley State University nicht getargetet. Aber ich habe einen Typen einmal am Spawn geboxt und der hat sich dann umgedreht und mich einfach die ganze Zeit dann verfolgt. Und ja, da hat er mich halt gekillt und so weiter. Und das ist irgendwie richtig oft so. Und ich hoffe einfach nicht, dass er uns jetzt bellt, das wäre richtig scheiße. Und dann gibt es auch mal die Runden, wo ich einfach gar nichts mache. Die ganze Runde lang laufe ich meine Chestwood und finde nie Leute und irgendwann ist dann Deathmatch und dann kriege ich 1-2 Kills im Deathmatch und das war's dann auch. Und der Hund bellt trotzdem, juckt ihr nicht. Ja, und keine Ahnung, das finde ich jetzt so ein bisschen langweilig, wenn einfach gar nichts passiert und die letzten Gegner im Deathmatch dann so richtig genug sind und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so spannend ist. Und da gibt es auch mal die Runden, wo ich einfach zerhackt und zerteamt werde, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch und ja, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es so viel Spaß macht, solche Runden zu sehen, vor allem finde ich, an sich macht es nicht so viel Spaß, Runden zu sehen, wo man stirbt, weil, keine Ahnung, es macht irgendwie nicht so viel Spaß, deswegen versuche ich eigentlich immer Runden hochzuladen, wo ich gewinne, beziehungsweise wo ich irgendwas anderes Cooles mache, also dass es sich irgendwie schon so ein bisschen gelohnt hat, quasi das Video zu sehen vom Gameplay her. Und ja, so, das ging dann 3 Tage lang so, bis gestern, also bis Freitag, ja, gestern war Freitag, oder? Oder ist heute... Ja, gestern war Freitag, ich bin schon ganz durcheinander wieder. Aber Freitag auf jeden Fall habe ich mich dann dazu entschlossen, nachdem ich wieder 10 Fail-Aufnahmen hatte oder so, ein Commentary zu machen, also so wie ich es jetzt gerade mache. Und dann bin ich heute Morgen aufgewacht und wollte das dann schneiden. Und was sehe ich? Die Tonspur geht 3 Minuten. Meine Festplatte war voll. Cool, oder? Jetzt habe ich ein bisschen was gelöscht und hoffe einfach mal, dass diesmal was wird, weil, keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Video verflucht ist, weil irgendwie kommt es nicht und jetzt, keine Ahnung, jetzt würde alles dafür sprechen, dass ich es hochladen könnte und jetzt bellt einfach der Hund und keine Ahnung. Aber diesmal nehme ich es auf jeden Fall, weil ich halt schon eine Woche nichts hochgeladen habe und jetzt muss wieder was kommen. Außerdem war ich übrigens auch inaktiv, weil es so heiß war davor, weil irgendwie war es zu heiß für irgendwas, also ich wollte einmal rausgehen und unsere Terrasse angucken, weil wir haben die Terrasse ein bisschen umgebaut und neue Beete da und neue Bäume haben wir jetzt alles und das wollte ich mir auf jeden Fall angucken, allerdings war es einfach so heiß, dass ich rausgegangen bin und direkt wieder reingegangen bin. Und drinnen war es dann irgendwie auch nicht viel besser, es war genauso heiß und so schwül und dann, keine Ahnung, das Einzige, was ich gemacht habe, war Ventilator an und ein bisschen Fernseher geguckt. Ja, also deswegen, ne, das waren jetzt so meine Ausreden, warum so wenig kam. Und jetzt gucke ich mal kurz auf mein Handy, weil ich habe mir hier Sachen aufgeschrieben, weil ich habe ja jetzt irgendwie 3 oder 4 Tage versucht, das Video aufzunehmen und da sind mir immer voll viele Sachen eingefallen und die möchte ich jetzt alle in diesem Video hier halt so erwähnen. Und das erste Mal die Inaktivität habe ich jetzt erwähnt. Denn Texturenpack kann ich nochmal kurz sagen. Ich habe ein anderes Texturenpack jetzt drin, wie ihr es vielleicht schon erkannt habt. Und zwar ist das Erik Plays SG Texturenpack, ja. Ich habe ein eigenes Texturenpack für meinen neuen Account gemacht. Also der Account heißt Erik Plays SG. Mit einem Z statt mit einem S bei Plays. Und ja, für den habe ich mir dann einfach mal gedacht, mache ich mal ein neues Texturenpack, weil mir war irgendwie so danach, mal wieder irgendwas Neues zusammenzumixen und so. Und das ist jetzt halt dabei rausgekommen. Ich darf es nicht zum Download freigeben oder an sich hochladen, dass ihr es downloaden könnt, weil das Redcraft drin, ne? Und ja, also ihr wisst ja, Redcraft darf man nicht zum Download angeben, freigeben, anbieten, was auch immer. Und ja, also das Texturenpack ist halt größtenteils Fate für 64x64 und Redcraft.
Wenn ihr irgendwelche anderen speziellen Texturen haben wollt oder wissen wollt, aus welchen Texturen pickt ihr sind, dann schreibt mir das einfach mal. Und ihr müsst wirklich nicht immer drum nerven, dass ich es nicht zu, also dass ich es zum Download freigeben soll oder dass ich es euch über Skype schicken soll, weil das, ich darf es einfach nicht. Und wenn ich es einem über Skype schicken würde, dann müsste ich es auch allen direkt über Skype schicken und das wäre natürlich nicht so der Sinn der Sache. Aber wie gesagt, das meiste ist halt Redcraft oder Fateful. Ein paar Sachen sind sogar noch nicht mal fertig. Also ein paar Sachen sind noch Default und das finde ich ein bisschen komisch, das müsste ich auch nochmal verändern. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit und ja, so, was habe ich denn hier noch aufgeschrieben? Ja, Commentaries. Das Ganze ist jetzt gerade ein Commentary und ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit würde ich Commentaries eigentlich viel chilliger finden. Weil das Ding bei Commentaries ist einfach, dass sie viel, 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 viel leichter sind. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich spiele einfach mal 2 Stunden lang SG und nehme einfach die Gameplays auf und dann sortiere ich halt die guten Gameplays aus. Und dann überlege ich mir ein Thema oder beziehungsweise schreibt ihr mir dein Thema in die Kommentare oder sowas. Und dann rede ich einfach ein bisschen darüber. Und das Ding ist, dass ich mich einfach nicht aufs Game konzentrieren muss quasi und dann habe ich einfach ein besseres Commentary, was ich euch liefern kann. Hoffe ich zumindest. Und, andererseits habe ich dann nicht so den Stress, dass ich alles 10.000 Mal erzählen muss, so wie ich es jetzt mit diesem Video eigentlich gemacht habe. Weil ich habe das mit dem Texturenpack zum Beispiel einfach 10.000 Mal gesagt und ich habe es einfach genau gleich gesagt, jedes Mal. Und ja, das wäre dann halt nicht so das Problem, denn. Übrigens, ich habe gerade Hunger, falls ihr meinen Bauch knurren hört und der dumme Hund bellt einfach in jeder Ohr. Ich raste einfach aus, naja. So, also Texturenpack habe ich gesagt, Inaktivität habe ich gesagt und Commentaries habe ich gesagt. Ja, also mein erstes Thema für ein Commentary würde mir jetzt so einfallen, irgendwie Leaderboards oder Stats oder sowas, weil, keine Ahnung, ich glaube, das wäre mal ganz interessant. Hoffe ich zumindest. Also ihr könnt mir auf jeden Fall Commentary-Themen in die Kommentare schreiben, weil, ja, ich werde natürlich auf jeden Fall Sachen machen, die ihr haben möchtet oder die ihr, ja, besprochen haben möchtet quasi. Und ja, das kann irgendwie so alles sein. Also, ja, denkt euch irgendwas Cooles aus und ja, das wäre so meine erste Idee gewesen, so Leaderboards oder sowas. Weil das ist mir nämlich oder das ist mir eingefallen, als ich Hide and Seek gespielt habe, weil ich habe Hide and Seek aufgehört und ich war ja auch in Hide and Seek relativ weit oben oder bin es halt immer noch, aber werde wahrscheinlich irgendwann jetzt auch mal wieder überholt, weil es mich halt nicht mehr juckt. Und ja, falls ihr euch fragt, warum ich Hide and Seek aufgehört habe, das Ding ist einfach, dass Hide and Seek ein mega das langweilige Spiel ist. Und es hat mir irgendwie gar keinen Spaß mehr gemacht. Also am Ende habe ich wirklich nur noch wegen den Stats gespielt. Also ich wollte halt unbedingt die 1 Million Punkte voll haben. Und dann habe ich letztens halt noch die 5.555 Wins voll gemacht. Weil ich finde, das sieht jetzt ganz chillig aus. Wenn man jetzt so aufs Leaderboard dann halt den Sieg guckt, sieht man einfach, oh, Captain Eric 5.555 Wins. Das ist ja lustig, weil es irgendwie so eine coole Anzahl ist. Und alle, die aktiv spielen, haben halt eher selten so eine coole runde Anzahl mehr oder weniger von Wins. Und das gleiche hatte Graveyard oder wie der heißt. Also das ist ja auch in der SG, hatte ja genau 1000 Runs richtig lang und jetzt hat er 1006 und ich finde 1000 sieht cooler aus als 1006. Und deswegen finde ich auch, dass 5555 cooler aussieht als 5570 oder sowas. Und ja, ich konnte halt nichts mehr erreichen in Hide and Seek. Ich hatte halt ziemlich viele Wins, ich hatte ziemlich viele Punkte und ich hatte halt die beste WL aus den Top 100 und keine Ahnung, Top 100 ist so für mich das Relevante, weil ich finde, man kann ja natürlich ein Game spielen und das direkt gewinnen. Und dann hat man natürlich eine 1er WL. Aber naja, meine WL ging voll durch. Und ja, deswegen sage ich nicht mehr so den Sinn darin, noch zu spielen, weil, keine Ahnung, es hat mir halt null Spaß gemacht. Und ich hätte eh nichts mehr erreichen können. Also ich meine, ich hätte natürlich mehr Wins und mehr Punkte haben können, aber keine Ahnung, es juckt dann auch nicht mehr so. Weil ich finde, so 1 Million Punkte war so ein Meilenstein, aber jetzt so 2 Millionen Punkte ist jetzt nicht so krass, finde ich. Also natürlich ist es doppelt so viel und so. Aber ich finde, es ist jetzt nicht so, nicht so, es hat nicht so den Prestigewert. Wenn man jetzt so sagt, ja, ich habe 1 Million Punkte, das kommt irgendwie cooler, als wenn man sagt, ich habe 2 Millionen Punkte. Also, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber ich hoffe es einfach mal, weil ich kann es irgendwie nicht so gut erklären. Und ja, das war jetzt so das, was ich ansprechen wollte. Nochmal zum Hintergrund-Gameplay, das war auf SG1. Ich mag die Map eigentlich voll gerne, aber ich finde, dass sie irgendwie immer ein bisschen lange dauert und langweilig ist, weil es irgendwie schon eintönig ist. Und im Deathmatch kann ich ja mal spoilern, passiert irgendwas Lustiges und das werde ich euch dann nach dem Deathmatch schon mal erklären, falls ihr es nicht erkannt habt. Aber ja, also das Game ist zum Beispiel eins von diesen Games, wo ich finde, dass irgendwie nicht wirklich was passiert ist. Also ich meine, die Gegner waren jetzt alle Noobs und keine Ahnung, ich weiß, also ich fand das jetzt nicht so spannend, aber ich fand es schon eigentlich ein ganz gutes Gameplay. Deswegen nehme ich das jetzt. Und ja, WM gucke ich im Moment ziemlich viel und ich finde die im Moment richtig spannend, weil irgendwie, ja, keine Ahnung, das hat mich bisher richtig doll überrascht. Vor allem das erste Spiel Brasilien gegen, oh, da kommt jetzt übrigens, ein Gegner, ja. Also ich gucke das übrigens gerade live. Also ich bin jetzt gerade am Spawn und habe den Typen angezündet und töte ihn jetzt gerade. Nee, auf jeden Fall, die WM ist für mich bisher voll der Erfolg in einer Hinsicht, aber in der anderen Hinsicht auch nicht.
weil ich finde, dass es ziemlich spannend ist bisher, weil damals als Brasilien gegen wen haben die nochmal gespielt? Ich habe es schon vergessen. Gegen so eine Bobby-Mannschaft, Kroatien, glaube ich, war. Ja, Kroatien. Als Brasilien gegen Kroatien gespielt habe, das fand ich einfach richtig cool, weil ich habe gedacht, Brasilien so im eigenen Land und Brasilien ist ja sowieso eigentlich eine gute Mannschaft. Und ja, ich habe gedacht, im eigenen Land rasieren die denn so richtig. Aber das Ding war einfach, die haben mich total überrascht. Die haben einfach nicht so wirklich gut gespielt. Also sie haben 3-1 gewonnen und so. Also sie haben halt ein Eigentor geschossen und das eine Tor war einfach nur durch einen Elfmeter und das andere war halt in der letzten Minute quasi. Und keine Ahnung, ich habe mir da irgendwie mehr von erhofft, wenn ich ehrlich bin. Und ja, keine Ahnung, also wenn Kroatien die schon besiegen kann, denn, also, oder mehr oder weniger fast besiegen kann, das ist ja. Na, okay, sie haben auch nicht wirklich ein Tor geschossen, aber Kroatien hat auf jeden Fall nicht schlecht gespielt und Brasilien hat schon eher schlecht gespielt. Und ich finde, das ist eigentlich ganz cool, weil man muss so überlegen, dass eine richtig gute Mannschaft wie Brasilien einfach schlecht spielt und vielleicht früh raus ist. Aber eine Mannschaft, die man jetzt nicht so auf den Zeiger gehabt hätte, wie zum Beispiel halt Kroatien, könnte dann halt doch vielleicht ein bisschen mehr reißen. Ganz ehrlich, ich glaube eigentlich nicht, dass Deutschland die WM gewinnt, weil irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie nie so das Gefühl, dass Deutschland wirklich gut spielt. Ich finde irgendwie, die haben immer so Luck mehr oder weniger. Und ja, mein Favorit ist eigentlich wirklich Spanien gewesen, weil ich habe gedacht, die reißen das nochmal, weil die sind ja Europa- und Weltmeister im Moment. Aber irgendwie, keine Ahnung, 5 zu 1 gegen Niederlande, das ist jetzt nicht so krass, wenn ich ehrlich bin. Also, nee, da habe ich mir irgendwie mehr von erhofft. Also bis jetzt war die WM wirklich sehr, sehr aufregend für mich, fand ich, weil, keine Ahnung, es sind so zwei Spiele passiert, die jetzt nicht so unbedingt, mit denen ich jetzt nicht so unbedingt gerechnet hätte. Aber andererseits, ja, keine Ahnung, vielleicht wird es ja einfach noch voll die normale WM und ja, langweilig, langweilig und so. Und kann ja auch sein, dass es jetzt nur der Anfang oder so war von Brasilien und Spanien. Vielleicht rasieren die später ja noch ein bisschen mehr. Aber ja, also mein Favorit ist eigentlich immer noch Spanien, weil ich würde es denen eigentlich nochmal gönnen, weil ich das irgendwie voll cool finden würde, wenn sie es nochmal schaffen. Und andererseits würde ich es irgendwie allen Ländern gönnen, die es jetzt noch nicht so geschafft haben. Und Deutschland würde ich es eigentlich nicht gönnen, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht wieso, aber ich bin irgendwie nie wirklich für Deutschland. Ich weiß wirklich nicht warum, aber keine Ahnung, ich habe irgendwie nie so den Anlass dazu, für Deutschland zu sein, weil, keine Ahnung, ich bin halt nicht für Deutschland. Und ja, so, das war jetzt so das Commentary. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ich hoffe, ich habe nicht zu viel Scheiße gelabert. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn ich Commentaries mache, höre ich gar nicht auf zu reden und blabber denn die ganze Zeit so die ganze. Also, ich laber halt die ganze Zeit so irgendwelche Scheiße. Und dann verspreche ich mich noch richtig auf, weil ich einfach so viel labe und keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob das so geil kommt. Aber ich hoffe einfach mal, dass euch das soweit gefällt. Und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Commentary-Ideen habt, könnt ihr mir die in die Kommentare schreiben. Das kann wirklich alles sein. Also es kann halt In-Game sein, es kann halt von Hive zum Beispiel die Leaderboards sein. Oder es kann sein irgendwie WM zum Beispiel. Also wenn es jetzt irgendwie noch ein Stückchen weitergeht mit der WM, dass ich dann irgendwie, wenn das Finale kurz vor der Tür steht oder so, dass ich dann nochmal was zur WM sag. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, wenn ihr Ideen habt oder so, schreibt mir die gerne, gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, dass ich jetzt in nächster Zeit wieder mehr Videos bringen kann, weil das Ding ist, dass mir Schneiden irgendwie null Spaß mehr macht, weil ich habe eben, also Schneiden macht mir gar keinen Spaß mehr, wirklich. Und das Aufnehmen eigentlich in letzter Zeit halt auch nicht so, weil ich halt so richtig oft gefailt habe. Aber ich glaube, wenn ich dann jetzt ein neues Video mache und das dann nicht direkt am Anfang fail, sondern mal eine gute Runde hinbekomme, dann könnte mir das auch wieder Spaß machen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt halt 10 Wochen, glaube ich, frei und ich versuche einfach mal ein bisschen was in der Zeit zu machen. Und ja, so, ich würde eigentlich das Video jetzt gerne beenden, aber der Typ da will anscheinend nicht. Ich würde sagen, ich erkläre euch jetzt mal die Situation. Und zwar habt ihr gerade gesehen, dass der Typ höchstwahrscheinlich hackt. Also sieht für mich sehr, 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 sehr stark nach Hacks aus, weil der spielt einfach nicht gut und hat halt trotzdem so eine unnormale Range und gibt Double Hits wie sonst was. Und ich glaube einfach, dass er hackt und ich war einfach einmal auf einem halben Herzen, einmal auf einem Herz. Und jetzt passiert das, glaube ich, gleich. Also ich will es einfach nicht spoilern. Jetzt habe ich ihn halt in OP-TNT gelassen und in Feuer. Und ja, ich habe das übrigens mit Tentacle 2 erspielt. Und hier seht ihr auch, das Tropenholz ist noch gar nicht fertig in dem Texturenpack. Das müsste ich auf jeden Fall nochmal ändern, weil das noch Default. Und jetzt geht der Typ einfach an die Kiste. Und jetzt hört genau hin. Wartet, wartet, wartet. Das müsste gleich kommen. Hört man's? Ja, er hat ihn getrunken. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt gehört hat. Ich habe zumindest nicht gehört. Aber er hat auf jeden Fall den Schadenstrank getrunken. Ist mal wieder so ein Hacker, der es richtig drauf hatte. Und daran hat man einfach erkannt, dass er ein Noob ist. Hat gehackt und den Schadenstrank getrunken. Und ja. So. Leute, ich hoffe, euch hat das Video jetzt bis hierher so. Ich bin behindert, ich kann nicht mal reden. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin. Wie sagt man das? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann schreibt mal Hashtag WM in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao, ciao.